glaube, wir überziehen heute ein bisschen. Haben noch eine Viertelstunde. Wie gesagt, ich würde gern den Schwarzmagier freischalten. Und zum Beispiel Kürtas. So dass ich da die Story noch ein bisschen machen kann. Können wir nämlich morgen wunderbar dort weitermachen mit Story. Das wäre wie. Bitte, was überziehen? Ich habe gesagt, ich überziehe ein bisschen, wenn das okay ist. Weil eigentlich ist es um 0 Uhr Feierabend, aber ich glaube, ich schaffe es nicht komplett pünktlich zu 0 Uhr. Weil ich, wie gesagt, den Schwarzmagier jetzt noch freischalten will. Und dann noch die 2-3 Quests, bis man in Kyrtas ist. Also in Kyrtas. In dem Eisgebiet, Schneegebiet. Also, es wird ein bisschen länger. Ein paar Minuten. Dara, ich bin dir so unendlich dankbar. Nicht nur, dass du meinen Brüdern im Kampf tapfer Beistand geleistet. Nein, du hast mir auch etwas gelehrt, das ich längst vergessen hatte. Dass wir Taumaturgen es nämlich gar nicht nötig haben, uns immer in der letzten Reihe zu verstecken. Sondern mit unseren mächtigen Zaubern auch gut auf uns selbst aufpassen können. Dein Können und deine kühle Entschlossenheit haben mir und meinen Brüdern vor Augen geführt, wozu wir eigentlich in der Lage sind. Ich habe nur was mit Überziehen gehört, weil hatte die Kopfhörer gerade nicht auf. Also, Halbert, wenn du schon so fragst, du kannst das auch das Schokomoppel-Kostüm anziehen. Also, wenn du schon so fragst, kannst du gerne überziehen. Gleich haut er mich. Aber hallo? Ich habe zwar zwischendurch mehrmals gedacht, wir müssen dran glauben. Aber Ende gut, alles gut, was? Es geht jetzt nichts über ein bisschen schwarze Magie. Und dann erst zu Kokobussi. Du bist uns nicht nur ein teurer Bruder, sondern auch ein teurer Gefährte. Du solltest weiter deinen Weg verfolgen. Dann wirst du sicher noch vielen Leuten helfen können. Nee, ich bin auf dem Red Mage. Da wird nichts mehr anders auf dem angezogen. Ah, Pappelapapp. Ab! Schokomoppel-Kostüm! Schokomoppel! Schokomoppel! Du hast als Taumaturgin all meine Erwartungen übertroffen, Aldaria. Ich möchte dich daher einen Zauber lehren, der einzig Mitgliedern unserer Gilde vorbehalten ist. Ich spreche von nichts anderem als dem Mana-Schild, einem Arkan-Bann-Siegel, das Schaden reduziert, den du durch Gegner erleidest. Ganz genau. Wir Taumaturgen können nämlich nicht nur kräftig austeilen, sondern auch unseren eigenen Hintern retten, wenn es nötig sein sollte. Obwohl du Aldaria natürlich eigentlich schon unter Beweis gestellt hast, dass du auch ohne solche Tricks ganz gut klarkommst. Nun ja, es kann jedenfalls nie schaden, ein bisschen was in der Hinterhand zu haben. Du hast schon viel erreicht, Aldaria, aber eine talentierte Taumaturgin wie du ist noch nicht noch zu viel größeren in der Lage. Lass die Gefahren deine Lehrmeisterin sein und die Konfrontation mit ihr dein Herz mit Mut erfüllen. Meine Erwartungen an dich sind hoch. Doch ich bin mir sicher, dass du sie nicht enttäuschen wirst. Ich freue mich schon auf unsere nächsten Abenteuer. Yay. Yeah. Smile. Mana Shield. Grüne Nonne. Ja, und nochmal zum Thema Mais. Beim Grillen einen frischen Maiskolb mit selber gemachtem Knoblauchbutter. Frisch vom Grill. Den ganzen Schwein. Also Maiskolben ist gar nicht meins. Mais so esse ich lieber Eis als Maiskolben. Damit kannst du mich echt jagen. Da ist es. Mana-Brunnen. Du regenerierst 30% deiner maximalen MP. Daria, ich wusste sofort, dass ich dich erblickte. Voll Ungeduld habe ich dein Kommen erwartet. Lass mich rasch erklären. Im uldischen Kerker der Marasaya-Strafanstalt ist ein Verbrecher eingesperrt, der sich dort nun schon 100 Jahre seiner Misstaten besinnen soll. Und dieses Subjekt verbreitet nun wirre Geschichten. Er habe die Worte Nalteils vernommen. Nalteil habe ihm eingegeben, dass eine Abenteurerin namens Aldaria Eis dazu kommen und Chatotos Edelstein gewinnen wird. Dank dieses magischen Steins
werde er, der Schurke, freikommen. Welch fiebertraumhaftes Gefasel. Wir wissen nicht, wie wir die Lage entschärfen können. Wir haben natürlich weder die Pflicht noch so... noch so, die Pflicht, so einen an den Haaren herbeigezogenen Unfug nachzugehen. Noch den Aufwiegler nach willkürlicher aufgestellten Bedingungen freizulassen. Oh Gott. Sein Name ist Kukuruka, oh Gott. Er nennt sich ein Schwarzmagier. Beweis genug, dass er völlig verrückt sein muss. Verrückt oder einfältig? Er hat sich wohl von einigen esoterischen Schriften an der Nase herumführen lassen. Falls so etwas wie Schwarzmagie jemals existierte, dann ist dieses Wissen zumindest heute unwiederbringlich verloren. Nur, dass er sich auf Nahtal beruft, ist eine heikle Angelegenheit. Einige meinen, wir sollten das nicht einfach im Raum stehen lassen und daher haben wir beschlossen, der Sache nachzugehen, kurzerhand zu beweisen, dass das alles nicht mehr als leeres Geschwätz ist. Deswegen habe ich so gespannt darauf gewartet, ob du wirklich kommen würdest. Bist du Nahtals Schicksalsgesandte oder die Komplizin eines kranken Aufwieglers? Oder bist du einfach nur zufällig vorbeigekommen? Daria, ich bitte dich, brich unverzüglich auf. Du musst nach Hohenbruck im östlichen Tanalan. Suche den planaren Riss auf. Den Übergang zwischen dieser Welt und der nächsten. Erschlage die Bestien, die du dort vorfindest und benetze die Erde mit ihrem Blut. Laut der Vorhersage von Kukuruka solltest du dort den Schatotos Edelstein bekommen. Ha, Schatotos Edelstein ist ein hübscher Stein, der in Märchen und Kindergeschichten vorkommt. Mehr nicht. Wie du so etwas aus erschlagenen Blutsauger und Ungeziefer bekommen sollst, ist mir ein Rätsel. Werde ich hier auf dich warten. Kehre zu mir zurück, wenn du diese Aufgabe erledigt hast. Alter. Wer denkt sich teilweise solche Wörter aus? Oh, ich will auch nur den Dinges haben. Den Schwarzmagier. Muss ich dafür nur eine halbe Weltreise machen? Aber ich kann schneller reiten jetzt. Oh, schön. Hin. Planararis. Ich nehme mich selber nächstes Mal weniger Butter. Habe jetzt eine halbe Schüssel mit flüssiger Butter. Ja, gut. Der Fantasy 14 Online Complete gerade bei Amazon gefunden. 40 Euro. Ja, gut. 40 Euro geht aber. So, aber die Frage ist, das dann die Steam? Oder ist das die andere? Weil es gibt ja immer so ein Struggle. Das ist immer ein bisschen kompliziert. Weil man kann es sich ja über die Seite holen und du kannst es ja über Steam haben. Muss ich da jetzt? Das da. 45 F ist voll okay, ja. Das ist definitiv okay. Abenteuerin. Ich glaube, da will nichts Böses. Nicht doch. Die Waffe wirst du nicht brauchen.
kompatibel mit der Steam-Version von der Seite runtergeladen wurde, also passen. Ja gut. Ja, wenn du eh schon die von der Seite runtergeladen hast, dann passt es. Eigentlich. Weil was anderes wäre es jetzt, wenn du schon die Steam-Version hättest, und dann was anderes holen würdest oder umgekehrt. Allen Inhalten der Erweiterung. Heaven's Sword, Stormblood, Shadowbringers und Endwalker. Letztliche Jobs, Gebiete, Quests und neuen Aids. Gegen Schwimmen und Tauchen. Also alles. Tatsächlich alles dann drin. Das ist aber echt günstig. Das dafür, dass Endwalker noch nicht lange draußen ist? Ja gut, was heißt nicht lange? Bis ja. Na, mehr als ein halbes Jahr. Tatsache. Ja. Ist tatsächlich auch Endwalker mit drin. Ich schick's da mal kurz rein. Müsste doch der sein, ne? Ja. Ist auch ein Worker mit drin. Er hat mir doppelt den Link geschickt. Wollte ich gerade sagen. Nicht, hast du das Weiß gefixt, aber nee, das war das andere. Hast du noch 30 Tage Spielzeit, ja. Nee, aber auch nicht gedacht. Bei Endwalker selbst ist auch echt nicht lange draußen. Ja, nicht schlecht. Danke, Hybrid. Ja, der Bot macht ja. Ne? Bei links ist er ja immer ein bisschen mehr. Also alles gut. Wir haben ihn ja auch sowieso doppelt reingeschickt. Dann bist du also diejenige, von der Kukurukas Prophezeiung spricht. Wenn Kazak Shah, ein Taumaturg der Amidja. Zweifellos hast du das Blut dieser Kreaturen vergossen. Dem ist doch so. Sehr wohl, so nimm dies. Statt Totos Edelstein, den soll ich dir geben. Du wirst ihn zu verwenden wissen, wenn die Zeit gekommen ist. Da haben wir ihn. Müssen wir nur noch die Quest abgeben. Hoffe ich. Oh, auch nicht. Dann muss ich wohl noch irgendwas anderes tun. Ja, aber 40 ist echt in Ordnung. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Wie ist das denn bei Steam? Würde mich jetzt einfach mal interessieren. Ja gut, aber bei Steam ist es genauso teuer tatsächlich. Glaube ich. Steht zumindest 39,99. Und wenn du da Endwalker mitkaufst, geht das ja auch. Aber ich glaube, da hast du dann keine.
30 Tage Spielzeit. Meine ich. Also, doch! Oder? Nee. Doch. Doch, doch. Beinhaltet 30 Tage kostenlose Spielzeit. Also, es geht sogar über Steam. Rein theoretisch. Die Complete Edition. Es ist allgemein so günstig mittlerweile. Seit man kauft die Endwalker einzeln. Einzeln kostet Endwalker 34,99. Auf Steam wäre das auch möglich. Ich habe damals alles bis Shadowbringers, wo ich angefangen habe mit Spielen, glaube 20 für den Kiebezeit. Hier war ja, glaube ich, noch nicht mal angekündigt. Keine Ahnung. Also ich weiß, ich hatte damals, bevor ich überhaupt Final Fantasy gespielt hatte, ich hatte FF14 schon. Und ich hatte damals bis Stormblood. Ich hatte mir dann Shadowbringers noch nachgekauft. Und als ich dann jetzt das Stream angefangen habe, brauchte ich mir Gott sei Dank nur noch Endwalker kaufen. Aber das kam dann ja erst. Also ich hatte erst die Stormblood Complete Edition geholt. Oder, nee, ich hatte mir Heavensward, deswegen hatte ich nämlich das Heavensward-Ding nämlich. Und habe mir dann Shadowbringers geholt und da war Stormblood mit drin. So war das. Ich habe 2x2 gemacht. Stormblood hatte ich komplett übersprungen. Hm. Zu Heavensward. Wollte ich anfangen, hab's aber nicht getan. Ich hab's mir nur gekauft gehabt. Schande über mein Haupt. Zu Shadowbringers habe ich angefangen zu spielen. Die Mucke sind AW und nicht SP, also da kann ich nicht meinen weißen Drachen holen. Oh no. Ja. Aber trotzdem hast du ihn ja irgendwann. Wie viel brauchst du denn für die Heavensward-Dinger noch? Habe es jetzt auf meine Wishlist auf Steam. Ja. Yeah. Also wie gesagt, auf Steam ist es halt genau das gleiche. Wie auf Amazon. Hatte ja eben extra nochmal nachgeguckt. Also du hast ja auch trotzdem die 30 Tage Spielzeit. Und dann halt auch für 39,99. Also genauso wie bei Dingens. Ich glaube, dann brauchst du aber... Auf was hattest du deine... Die kostenlose? Hast du die kostenlose über Steam oder hattest du die jetzt über Dingens? Ich glaube, das hattest du zwischendurch schon mal geschrieben. Die Gnats werden morgen Stufe 8 und die Wano Wano haben 100 von 1320. Sind auf Stufe 6, die dauern schon noch etwas. Ja, aber wird. Wenn du dran bleibst. Kostenlos über Seite. Okay, dann bräuchtest du wahrscheinlich einen neuen Dienstaccount. Weil ich glaube, der Dienstaccount gilt dann nur für. Dingens. War doch so Hybrid, oder? Ich meine, dann bräuchte man nur einen Dienstaccount für Steam. Was aber nicht schlimm ist. Dann glaube ich nur ein paar Klicks mehr. Was ich aber insgesamt einfacher finde. Finde ich aber eine der wenigen, die es über Steam einfacher findet. Jetzt über die Seite. Ich glaube leider, weil du über Steam spielst, ist es auch über den Account. Geht, wird leider nicht gekoppelt. Ja, okay. Also, ja, dann müsstest du halt einen neuen Dienstaccount anlegen. Aber wie gesagt, ich finde es halt gar nicht so schlecht. Weil, wenn du zum Beispiel mal
Das finde ich halt bei mir ganz cool. Ich kriege ja öfter Steam-Guthaben geschenkt. Und dann muss ich mir zum Beispiel nicht extra über den Dingens holen, sondern ich habe dann halt schon über Steam quasi meine Geschenkkarte. Und wenn ich was auf so einem Shop haben will, kann ich, na, halt einfach vom Guthaben das zahlen. Zum Beispiel. Den Steam-AC kannst du mit der Mucke-Station, glaube ich, koppeln. Ja, das geht. Das geht. Also, wenn du über Steam deinen Account hast, kriegst du auch alles andere. Kannst du dich ja bei Lodestone und bei der Mucke Station einloggen. Und wie gesagt, über Steam finde ich das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Reden ja immer alle ganz schlecht drüber, aber ich finde das gar nicht so übel. Hab da auch einen besseren Überblick, finde ich. Ja, ich halt auch. Ich hab Frisches. Ich hab Frisches. Da habe ich halt zum Geburtstag eine Steam-Card gekriegt. Ansonsten ist meine Familie da auch nicht so. Meine Eltern schenken mir gebrauchte Sachen. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich was neu gekauft gekriegt habe, war mit 3, mit 4. Und meine Großmutter ist zu alt für den Scheiß. Die gibt mir lieber Geld in bar. Wenn überhaupt. Aber auch nicht so zeitig. Macht dann einer die Freude. Wer weiß, wer weiß. Also bei mir ist es halt wirklich nur Frisches. Oder halt, was ab und zu auch mal ist, ist, dass aus der Community mal wer was schenkt. Aber das versuche ich in größtem Maß zu vermeiden. Da ich das leider in der Buchhaltung angeben muss. Es sei denn, es geht halt tatsächlich aufs Private. Irgendwie. Wenn es nicht so häufig ist, kann ich es auf privat machen. Das ist immer ganz, ganz schwierig. Da muss ich jeden kleinen Schritt angeben. Ich hasse es. Willkommen zurück, Adaria. Dann hast du die Gegner also bezwungen. Und wie ist es mit Chatotos Edelstein? Wurdest du fündig? Steuern. Ich glaube, selbst wenn ich einen Zahn geschenkt kriegen würde, müsste ich den noch angeben. Rein theoretisch, selbst wenn mir jemand was, also wie gesagt, wenn man mir was schenkt, selbst Materielles, müsste ich es auch angeben. Wenn das alles über die Rechnungsadresse geht, natürlich. Wenn es nicht über die Rechnungsadresse geht, dann ist es privat. Ist sehr kompliziert gemacht. Oh, in der Tat. Die Gravur stimmt mit der Beschreibung in den Sagen überein. Wenn dagegen waren, als wie bei deinem Verlobten. Yep. Also beim Finanzamt darf ich gleich alles ausziehen. Haut. Bis auf die Knochen. Die Knochen darf ich behalten. Eventuell. Also, ja. Ist recht arschig. Ich hatte ja jetzt das erste Mal meine Steuererklärung und die wollen alles wissen. Alles. Selbst wenn ich privat was von meinem Geschäftskonto runternehme, muss ich das angeben. Wenn ich was draufpacke, muss ich es angeben. Wenn ich was kaufe, muss ich es angeben. Auch wenn es nicht für die Firma ist. Muss alles angeben. Allerdings auch Knochen. Neuer Ding aus Knochen ausziehen. Ja, toll. Ja, dann muss ich alles ausziehen. Nur wenn die einen guten Tag haben, ja. Es ist echt arschig. Ich hasse Steuererklärung. Ich bin froh, dass ich das jetzt dieses Jahr nicht mehr machen muss. Ich muss das erst wieder im nächsten Jahr machen. Und ich kriege jetzt schon wieder die kalte Kotzen. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Das war schon nur Joke, ja. Was ich da alles draufpacken muss, das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Nam Daki. So spät noch unterwegs? Diese mächtige Aura, die den Stein umgibt. Es heißt, dass nur wenige erwählt ihn besitzen dürfen.
von Nathal besonders begünstigte. Ich hätte nicht gedacht, dass er wirklich existiert. Das alles kann kein Zufall sein. Die Sache erfordert nähere Nachforschungen. Bei denen du freilich nicht ganz unbeteiligt bist, Eldaria. Arbeit gewesen, oh no. Ich hoffe, du hast jetzt Feierabend. Ich hoffe, die Arbeit war nicht ganz so schlimm. Wie geht's dir denn? Was für eine Verlosung willst du eigentlich machen? Ich will unter euch Zuschauern 3 Game Keys verlosen. Ich verrate aber noch nicht welche. Bei einem habe ich mich noch nicht ganz entschieden. Aber es gibt Game Keys zu verlosen. Dann war ich mal war nichts zu tun gehabt. No. Dann ist Arbeit scheiße. Wenn es noch nicht mal was zu tun gibt. Dann ist Arbeit scheiße. Kann man gleich Däumchen drehen. Aber da kannst du ja jetzt die Füße hochlegen. Nice. Ja, ich habe mir halt gedacht, ne, so ein kleines Ziel. Gibt auch kein Enddatum. Wenn es voll ist, wird verlost. Also dann im Folgestream wird dann verlost. Und dann kriegt er, immer wenn das Ziel voll ist, kriegt er dann ein paar Game Keys geschenkt. Also, ne? Cool. Wird ein kleiner Verlosungsstream gemacht. Nasebohnen und Eierschaukel, wer kennt's nicht? Taschenbillard! So hat's meine Lehrerin früher immer genannt. Taschenbillard. Kann sein, dass der Verbrecher aus seinem Kerker heraus seinen Komplizen Anweisungen gegeben hat. Zum Beispiel Abenteurern wie dir. Wie dir. Ich werde sofort eine Notversammlung einberufen. Warte hier, während ich die Taumaturgen rufe. Ach Leute, ich will nur den scheiß Kristall haben. Nee, Filmtraumschiff. Ja gut, oder so. Und Arbeit nur nichts zu tun ist auch ein bisschen, kann ich nur zu gut. Ja, hast du ja schon öfters erzählt, Hybrid. Das wird nicht nötig sein. Der hat nur ein Auge. Der hat nur ein Auge. Oh. Ja, tatsächlich. Kokoruka. Wie bist du hierher gekommen? Du bist willkommen begnadigt worden. Unwürdiger Wurm. Wir reden das wohl mit Großmeister Kokoruka. 100 Jahre in meditativer Versenkung haben ihn die Stimme des großen Naltals vernehmen lassen. Mhm. Kleiner nebenbei, da kann ich YouTube schauen und zocken im Stream gucken. Ja gut, das ist praktisch. Bisschen Lagerumräumen und verzichten, das hilft gegen Langeweile. Oh, klingt aber auch nicht so spannend, aber besser als gar nichts tun. Ja, hast du recht. Ich hatte wohl einen pflichtbewussten Wärter, falls diese Antwort dich befriedigt. Nö. Ich meine bereits zum wiederholten Male gesagt zu haben, dass ich Nahtheits Worte empfangen habe. Und wer an den Worten des großen Nahtheits zweifelt, der muss um Gnade winseln. Bist du anderer Meinung, Kiriake? Erspare mir diese Spitzfindigkeit. Du weißt, dass du die Leute in Aufruhr versetzt. Du stellst eine Gefahr dar. Ach, gefährlich ist, was ich sage? Dann nennst du gefährlich, was Nata persönlich spricht, denn seine Worte verkünde ich. Bald, ja bald schon wird das Siegel brechen, das die Pforte zum Nichts gerade noch verschlossen hält. Und wenn sie sich öffnet, werden diese Sphären erfüllt sein von bösen Zischen, uralten Dämonen werden auferstehen. Zu schließen vermag sie nur, der von Nata Schad Totos Edelstein erhalten hat. Hi. Und das bist du, Eldaria Eistatze. Exakt. Schatotos Edelstein. Das Zeichen der Berechtigung zum Adepten der schwarzen Magie. Der Schwarzmagierkristall. Dies ist der Beginn einer langen Reise, die dich schließlich zum Entscheidenden hinführen wird. Dem Mittel, das Tor zum Nichts zu versiegeln.
warte! Du kannst doch nicht... So einfach kommst du nicht davon. Schweig, Göre. Du begreifst gar nichts. Nope. Wenn du dich Taumaturge nennst, was stellst du dich dumm? Als ob du nichts wüsstest von der anderen Welt, der Gegenwelt, der von unaussprechlichen Kreaturen bevölkerten, der schreiend schweigenden Welt, von der Existenz des außerdimensionalen, schwarzgehenden Nichts. Alter. Welches weder diesseits ist, noch jenseits. Es pulsiert stärker als je zuvor und manipuliert man das Gleichgewicht. Einmal zu oft, so dringt das Jenseitige herüber in unsere Welt an der schwächsten Stelle. Die Pforte zum Nichts springt auf. Die verschlossen zu halten ist nur einer Kraft möglich, der schwarzen Magie. Schwarze Magie? Was du in den Händen hältst, Eldaria, Chateaus Edelstein, der schwarze Magierkristall, ist der Zugang zu dieser Kraft. Damit lernst du die unheimliche Macht der Schwarzmagier zu lenken, die in dir schlummert, denn du trägst bereits einen der Schlüssel in dir. Du wirst nur etwas Zeit brauchen, um dich an die Macht zu gewöhnen. Sprich dann mit meiner Schülerin Lalai an der Milvaneth-Kapelle. Ich habe kein Wort verstanden, aber okay. Passt. Ich stottere mir da ein zurecht. Fürchte nicht die Kraft der Zerstörung. Du wirst sie dir zunutze machen, weil sie verfügen, zu deinen eigenen Zwecken und zur Erfüllung deiner Bestimmung. Ich bin spät, würde auch denke gleich Richtung Bett wandern. Ich bin auch gleich fertig, Hybrid. Keine Angst. Ich hab's bald. Hoffe ich. Ich will nur noch nach Kürtas kommen. Welche Richtung? Und mir jetzt bei einem vertrackten Mistkristall holen. Das müssen hier bestimmt bezahlt werden. Albert, hör auf. Ich habe sowieso schon schlechtes Gewissen, dass ich auch nichts zurückgeben kann. Hör bloß auf. Den hatte ich gerade erst. Der Meister meditiert in seinen Gemächern. Nahezeit spricht ununterbrochen und der Meister muss zuhören. Schön wäre es, wenn ich das absetzen könnte. Kann ich leider nicht. Das ist nicht in dem Umfang. Das muss ich was verdienen. Wenn ich genug abspringen würde, könnte ich. So geht das aber leider nicht. Ich bin froh, wenn ich meine Rechnung zahlen kann. Und neue Ware kaufen kann. Und trotzdem noch Geld dafür, vielleicht mal alle 3 Monate eine neue Hose kaufen. Irgendwann. Irgendwann. Zeit müssen wir alle erstmal sehen, wie wir über die Runden kommen. Wird ja alles teurer. Der ist Twitch eher so nebensächlich. Der Meister meditiert in seinen Gemächern. Nahezeit spricht ununterbrochen und der Meister muss zuhören. Er hat dich beauftragt, dich auf deinem Weg zu leiten. Aber beschreiten musst du ihn alleine. Kehre wieder zu mir zurück, weil die schwarze Magie in dir stärker geworden ist. Okay, sind wir da gleich Gold. Ja, ich hatte schwarze Magie. Hab ihn endlich. Noch freue ich mich. Und ich habe den Mana-Brunnen. Nächster Jobkristall. Okay.
So. So. Wunderbar. Was würde ich danach kriegen? Eisgar. Nice. Die Pflücker der Baumwolle. Ja, die Pflücker der Baumwolle. Eieiei. So. Dann einmal da hinüber. Was eigentlich jetzt gerade dumm war. Egal. Mach ich erstmal. Ich habe mich entschieden, ich komme jedes Mal rein, um dich mit einem Anwesenheit zu unterstützen. Ja, danke schön. Ich freue mich auch immer über alle, die im Lurk sitzen. Mich mit ihrem Lurk unterstützen. Da freue ich mich auch jedes Mal drüber. Das hilft unnormal weiter, tatsächlich. Glauben gar nicht, dass alle, aber ein Lurk hilft sehr, sehr viel. Halte ein, Abenteurerin. Was führt dich zu diesem Wachposten der Bruderschaft der Morgenviper? Lurk, ich zocke. Ja, aber gerade wenn du nebenbei zockst, lurkst du doch, wenn du nicht aktiv im Chat bist. Was zockst du denn, Daki? Was ist genau das? Meinst du Lurk? Meinst du Lurken? Bin müde. Ein Lurk ist, wenn du nicht aktiv im Chat bist, aber trotzdem den Stream offen hast. Oder wenn du zum Beispiel auch den Tab stumm hast, zum Beispiel, aber das Stream halt trotzdem weiterläuft. Dann lurkst du quasi. Also nicht aktiv im Chat teilnimmst. Das sage ich wohl. Das Ding, wo dein nächster 24-Stunden-Stream stattfindet. Meinst du eh so? Außerdem, es gibt keinen 24er mehr. 20 Stunden vielleicht. Aber keinen 24er mehr. Für den Scheiß bin ich zu alt. Ich bin froh, wenn ich 15 Stunden durchhalte. Ich habe zurzeit so eine richtige Müdigkeitsphase. Ich bin einfach nur durchgehend müde. Aber ESO hatte ich gestern zum Beispiel gespielt. Also vorgestern. Wir haben ja jetzt schon Mittwoch. Am Montag hatte ich ESO gespielt. Die Enterprise, das war doch das Flaggschiff der Galo-Metallwerk, oder? Ein wahrlich prächtiges Schiff. Ich erinnere mich noch gut daran, wie sie kurz vor der siebten Katastrophe über uns hinwegflog. Sie kam aus dem Süden und flog nach Norden in Richtung Kurtas. Mehr weiß ich leider nicht, aber wenn nicht du wäre, würde ich mal westlich von hier bei Florentils Wachturm nachfragen. Macht dir aber keine allzu großen Hoffnungen. Die Enterprise ist seit gut 5 Jahren verschollen. Ebenso wie ihr Kapitän Sitgarland. Das heißt, selbst wenn du das Luftschiff finden solltest, wirst du es nicht fliegen können. Wann denn? Meinst du den nächsten 20-Stunden-Stream oder meinst du, wann ich wieder ESO spiele? ESO immer montags. 20-Stunden-Stream, mal gucken. Irgendwann. Dieses Jahr glaube ich nicht mehr. Allein, wenn die Zeit nicht dafür da ist. Bin ja gerade am Umziehen. Ich hatte um 13 Uhr bis 16 Uhr hatte ich gespielt. Da warst du aber, glaube ich, nicht online. Also um 13 Uhr hatte ich geguckt, da war niemand. Da war keiner aus meiner Liste online.
Das bekommt man hin. Hab heute allein dann offen schreiben und spielen nebenbei Destiny. War noch am Arbeiten. Ja. Weg zur Arbeit. Ja, wir ziehen um. Da steht schon die erste Umzugskiste. Also, eine von vielen Umzugskisten. Aber ich fange jetzt gerade an, im Keller alles aufzuräumen. Also, eventuell gibt es bald ein bisschen weniger Streams. Je nachdem, wie der Umzug läuft. Mal gucken. Ja, haben wir. Aber das hier ist verdammt klein. Wir wollen irgendwann eine Familie gründen. Wir wollen irgendwann noch kleine Fässchens haben. Und kleine Sampfoten. Und dafür ist das hier leider sehr, 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 sehr mini. Ich weiß gar nicht, wie viel Quadratmeter das sind. 60? 70? Miniräume? Und in der gedanklichen Planung sind es 2 bis 3 kleine Minisampfoten, die ich gerne hätte. Und die passen leider nicht hier rein. Nicht mit noch 3 Katzen, einem Hund, 2 Erwachsenen. Und wir dürfen leider nicht so anbauen, wie wir wollen. Das wir ziehen um. Deswegen, ja. Ist aber auch noch nicht lange offiziell. Es hat sich so ergeben. Es ist auch eher zufällig bekannt geworden, nachdem ich eine Umzugskiste auch hier, also ähnlich wie die hier da, habe stehen lassen. Wird eigentlich eine Überraschung werden. Na gut, es wird dann eine Überraschung, wenn ich irgendwann aus einem anderen Raum streame. Aber das Geilste, ich hab da Tageslicht. Ich freue mich drauf. Und das Gute ist, bei mir scheint keine Sonne rein. Ich sehe zwar Licht, ich sehe zwar Tag, aber ich habe nicht weder Süd- noch Ostseite. Ja. Ich glaube, ich habe Nord? Nord- oder Westseite habe ich. Und mein Zimmer ist. Ist doch früh dunkel. Ja, aber es wird ja auch irgendwann hell. Irgendwann kommt ja auch wieder die hellere Jahreszeit. Da wird es dann wieder hell. Nein, es stört mich ungemein, im Keller zu sitzen. Einmal, weil ich ständig das Fußgetrappel über mir habe und das Tiergetrappel und. Oh, ich krieg zu viel. Und zum anderen, mir fehlt das Licht. Ich zocke so gern bei Tageslicht und ich sehe es einfach nicht. Ich habe kein Fenster, ich kann nicht lüften. Es ist arschkalt im Winter. Nee, so schön wie der Keller auch anfangs war. Ich hätte doch gern normal temperierten Raum und Licht. Und gern ein Fenster, das ich aufmachen kann zum Lüften. Allein für längere Streams. Wie zum Beispiel ein 20-Stunden-Stream. Dann wäre ich wahrscheinlich auch ein bisschen fitter. Vermute ich. War zumindest früher so. Da kann man nämlich immer noch mal so ein bisschen Energie tanken, wenn dann das Fenster doch offen ist. Weil hier ist nichts. Ich habe ein kleines Popelfenster. Ob das auf ist oder in China fällt ein Sack Reis und da kommt keine Luft rein. Und Tür, da kann ich gleich den ganzen Hof beschallen. Dann höre ich ständig irgendeinen Hund bellen von unseren Nachbarn, die den Köter einfach nicht leise kriegen. Der bellt ja 24 Stunden durch, das arme Vieh. Eine perfekte Umgebung. Für mich, für mich, für mich. Ich freue mich drauf. Hallo, was kann ich für dich tun? Wir befinden uns hier an der Grenze zum zentralen Hochland von Köters. Seit der 7. Katastrophe hat sich das Klima in der Gegend stark abgekühlt. Echt ungemütlich, ungemütlich, sage ich dir. Dort geht man nicht zum Spaß hin. Die Enterprise? Ja, ich erinnere mich an ihren letzten Flug, kurz vor der 7. Katastrophe. Soll ich dir die Geschichte erzählen? Oh, bitte nicht, aber ich habe ja keine Wahl. Das hier kann ich immer abgeben.
Danke, dass du den hungrigen Raubtieren die Mäuler gestopft hast. Sie können einem fast leid tun, denn in Kyrtas ist alles vereist und zugeschneit. Kein Wunder, dass sie da nichts mehr zu fressen finden. Auf der Suche nach Nahrung kommen sie zu uns, aber wir können es uns nicht erlauben, sie hier einfach frei rumlaufen zu lassen. Falls du je nach Kyrtas reisen möchtest, dann hast du heute schon einmal einen Vorgeschmack bekommen, was dich dort erwartet. Yay. Eine neue Hose. Ich erinnere mich noch genau. Es war kurz vor der Schlacht auf der Karte Noah Heide. Ich war nicht zur Hauptstreitmacht berufen worden, sondern hielt hier einsam Wache. Plötzlich sah ich im Himmel über mir ein prächtiges Luftschiff, die Enterprise. Aber stimmt, was Katzen angeht, ja. Nicht ganz so. Die schreien weniger, das stimmt. Ich hatte eben deine Nachricht ganz vergessen, drauf zu antworten. Hallo Teufelsweib. Schon nach 12 und ich bin immer noch hier. Ja. Böses Disney-Spiel. Disney ist toll. Ah ja, bei mir ist alles gut. Wir machen aber auch bald Feierabend. Bald ist sogar Feierabend. Ich will nur noch ein, zwei Quests machen. In das Gebiet kommen, was ich jetzt die ganze Zeit drauf hingespielt habe. Und dann geht's auch bald in die Haie. Morgen ist ja auch wieder Stream. Ab 16 Uhr. Aber furchtbar zeitfressend. Das auf jeden Fall. Disney spiele ich, glaube ich, am Donnerstag wieder. Ich glaube, Donnerstagabend ist es fällig. Freue ich mich schon drauf. Ich hätte gerne gewusst, wer auf dem Luftschiff war und wohin es flog. Doch ich sah nur, wie es zwischen den Bergen von Kyrtas verschwand. Wie du sicher weißt, bilden die Berge die Grenze zum religiösen Stadtstaat Ishgard, der sich seit geraumer Zeit vom Rest Eosias abschottet. Ja, Ishgard ließ uns sogar bei der Schlacht von Kateno im Stich. Falls du weitere Nachforschungen über den Verbleib der Enterprise anstellen willst, würde ich die Wachen am Observatorium für ätherische und astrologische Phänomene im zentralen Hochland von Kyrtas befragen. Sie halten Tag und Nacht den Himmel genau im Auge und könnten etwas gesehen haben. Yay, ich komme endlich in mein Gebiet. Nur noch eine Questbahn kenne ich. Ja, Hybrid ist, glaube ich, froh, wenn er ins Bett kann. Ich glaube, er liegt sogar schon im Bett. Ja, glaube ich, nur noch das Handy neben sich. Und vegetiert vor sich hin. Meine armen Mods müssen leiden. Ein paar Stunden später. Oh, noch eine Quest. Bin noch am PC. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Aber du bist gleich erlöst. Ich werde mich auch mal ins Bett begeben. Bleib dir dann morgen, wenn ich wach bin, im DC. Dir noch viel Spaß und später eine gute Nacht. Und dann die anderen eine gute Nacht später. Danke, ich wünsche dir ebenfalls eine gute Nacht. Danke nochmal für deinen Prime-Sub und für dein Follow. Schön, dass du so lange hier warst. Und ja. Bis morgen. Na, aber dieser Quest ist ja auch Schluss. Gute Idee. Dann ja, eine gute Nacht gewünscht. Hey, meine Quest ist jetzt jetzt noch duschen und ins Bett fallen. Ich wünsche dir Erfolg bei der Quest und bis dann. Alles gut. Euch eine gute Nacht. Wie gesagt, ich gebe nur noch diese Quest ab. Du erwartest, dass ich dir bei der Suche nach einem Luftschiff helfe? Ich fürchte, da muss ich dich enttäuschen. Der zentrale Hochraum von Kyrtas ist sozusagen der Vorhof von Ishgard. Die Beobachtungen unterliegen daher strengster Geheimhaltung. Wir haben nicht vor, dahergelaufenen Abenteurern Einblicke in unsere Aufzeichnungen zu gewähren. Wir sind auch nicht auf euresgleichen angewiesen. Also zieh deines Weges und lass dich hier so schnell nicht wieder blicken. Yay! Smile, wir haben's. Hier habe ich Tristan auf Handy. Ja. Alles klar. Jo. Dann jetzt nur noch einmal kurz meine Gehilfen losschicken. Bin gleich fertig. Aber auch dir gute Nacht, Hybrid. Es ist doch schon Ende. Muss doch nur noch meine Gehilfen losschicken. Gehilfen losschicken und raussuchen, wen wir raiden. Falls sich jemand von euch eine tolle Idee hat. Trotzdem. Ja, ja. Ja, ja. So, abschließen, bestätigen,
Gewässererkundung. Mach mal. Sollte bis morgen hier fertig sein. Ah, nee, das kann ruhig dabei bleiben. Und. Mir ist niemand mehr da. Alles gut. Thank you.